Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX-Trade vor. Aufgrund der erhöhten wieder Volatilität, wir sehen es hier, vorbörslich 160 Punkte, werden wir wieder auf die 20er Box gehen. Also 20er Box. Und starten auch dann hier erst wieder um 9 mit den Boxen, stellen also hier überall wieder 20 ein, auch in den Wohlers-Indikatoren, dann Wohler-Box, dann wird da immer wieder 20.0 eingegeben, 20.0, schließen, wunderbar. Und wo kommt die Wohlerbox rein? Wir kommen mit der Wohlerbox rein bei 13.808. 13.808. 13.808, das heißt hier oben. Da oben dann ab 9 Uhr und wir gehen jetzt einmal in die Zickzack-Bereiche rein und schauen uns einmal Roundup, wie sieht es in den Märkten aus. Daily fangen wir unten an bei 4 Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Nächster Markt ist Dow Jones. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5 Minuten Short. S&P 500, Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5. Also die Richtung für heute sollte klar sein. Übergeordnet Daily Nasdaq jetzt Short. 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Öl, Daily Long, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Gold, Daily Long, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Also fast alle Assetklassen. DAX, Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short, also auch hier. Also alles Richtung Süden, Unsicherheiten, Ukraine, jetzt Einmischung der Chinesen, dann haben wir wieder Corona in China. Also es ist brodelt wieder und mal gucken, ob sich die Märkte dagegen stemmen können. Einmischung, wie gesagt, der Chinesen eventuell in dieser Ukraine-Auseinandersetzung mit Waffenzulieferung. Also das wird alles spannend bleiben und wir fokussieren uns, bleiben aber jetzt unserer Linie wieder treu. Wir hatten gestern eine Ausnahme gemacht, 9 Uhr, Boxen wieder auf 20 und maximal dann auch beim Hedge-Auflösungstrade, meine Damen und Herren, 5%, das 6% das Risiko. Ja, da haben wir unsere Lehren aus dem gestrigen Tag gezogen und wir bereiten uns dann jetzt gleich auf die neue Session vor, Dienstag, 15. März 2022. Direkt zur Markteröffnung und eine Big Number.
gesehen, wir müssen hier einmal F geringes Risiko und los geht's. Erster Trade, fast ein Big Number Trade mit der Volabox. MTX kam hier auch gleich ein Gegensignal, beziehungsweise ein Signal. Ups, wir sehen es hier. Bei dem Level, wo wir uns befinden, ein Long-Signal. Die erste Minute ist rum. Wir blicken einmal auf unsere Swissbox. Und erster Trade ist in Gewinn gelaufen. Und wir gehen nochmal rein in die Volabox, in dieses Level. MTX kommt, wir sind ja, kommen ja besser rein hier. Sehen, MTX kommt direkt ein Gegensignal. Zum Markteröffnung. Wir haben ein Short-Signal, ein Long-Signal, sehen Sie hier. Wir verabschieden uns jetzt erstmal von den YouTubern. Das war unser Eröffnungstrade. Und hören uns dann morgen wieder. Wir machen im Live-Trading-Raum. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt